die innere Einstellung haben oder die dazu angeleitet werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also da sprechen Sie aus meiner Sicht einen ganz, ganz gravierenden Erfolgsfaktor an oder Erfolgskriterium an. Customer Experience entsteht auch durch Digitales, durch Unterstützung von Tools, aber am Ende entsteht sie immer entweder direkt durch den Menschen oder indirekt durch die Einflussnahme des Menschen. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge, die wir heute unseren Zuhörern mitgeben dürfen. Herr Zerrer, Sie haben die Hand gehoben. Ja, ich will da ein bisschen Wasser in den Wein geben, Herr Blum. Probieren Sie es, probieren Sie es. ja, du ist mir ein bisschen schwierig, weil ich würde Ihnen ja so gerne recht geben, ja, Müssen Sie nicht. was die Bedeutung des Menschen angeht. Und von der Grundidee sehe ich das ja auch so. Also ich glaube, da sind wir uns schon einig. Das ist auch das, was ich unter Empathie gesprochen habe. Aber ich glaube, wir dürfen tatsächlich die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt und vor allen Dingen zukünftig haben, dann nicht unterschätzen. Da gibt es auch wirklich viele empirische Untersuchungen und Forschungsergebnisse inzwischen dazu. Erst heute habe ich allerdings in der Publikumspresse Forschungsergebnisse, also einen Bericht über Forschungsergebnisse zum Thema Sprachsysteme gesehen. Müssen wir jetzt nochmal genau natürlich hingucken, was das für eine Studie war. Aber die hat beispielsweise gezeigt, dass tatsächlich Sprachsysteme in der Lage sind, ähnliche Emotionen, nahezu vergleichbare Emotionen und auch in einer ähnlichen Emotionalität zu reagieren und ähnliche Emotionen bei Menschen hervorzurufen, wie das der Mensch selbst kann. Und wir sind da erst in den Anfängen. Da Ja, gebe ich Ihnen, da es gebe ich gibt. Ihnen so, sogar recht und ich möchte gleich auch kurz, ganz kurz antworten. Bei bestimmten Personengruppen funktioniert das, aber ich bin überzeugt, es klappt nur bei bestimmten und nicht bei allen. Und deswegen wäre das auch eine Frage, bei welcher Zielgruppe darf ich das einsetzen, bei welcher nicht. Ja, also das Thema Personas, Zielgruppen. Also Zielgruppenorientierung spielt immer eine wichtige Rolle, das ist klar, gerade bei der Customer Experience. Wobei auch da würde ich mal etwas pointiert und provokant sagen, noch wichtiger als die Zielgruppe ist vielleicht der Kontext, innerhalb der sich eine bestimmte Person befindet. Das Ja, entscheidet dann das beides. Individuelle, ja. Also auch da wieder, also in welcher Situation? Sie haben ein gutes Beispiel gebracht, ja, in einer Trauersituation, wie man darauf reagiert. Und in Trauersituation ist unabhängig von der Persona, ja, beim Alten in der Regel, ja, jeder trauert. So, und damit auch die Antwort auf das, was Sie gerade gesagt haben. Also was ich gerade gesagt habe, sind einfach grundlegende, in unseren Genen verankerte Reaktionsmechanismen. Die Emotionen, die laufen ja alle eigentlich im impliziten System ab. Ja, also im Unbewusst ab. Und von daher glaube ich nicht, dass sich Menschen, weil das eben ein Muster ist, auch sehr häufig übrigens kulturübergreifend, also wenn man von internationalem Marketing spricht in vielen, vielen Bereichen. Ja, also lautes Schreien ist überall verpönt, in Asien noch mehr als bei uns, aber auch wir mögen das nicht. Ja. Das bedeutet also, dass an dieser Stelle Mechanismen greifen können, und da kommen wir auf andere Probleme natürlich. Das sind ethische Probleme, die damit verbunden sind, die wir berücksichtigen müssen, aber da müssen wir uns mit auseinandersetzen, dass tatsächlich Technologie, gut eingesetzte Technologie, das wird ja heute meistens nicht gut gemacht, wenn ich an die Bots denke, die eingesetzt werden, also die sind ja dumm, aber gut eingesetzte Technologie, wenn man die nutzt, dass die ein gutes Substitut für menschlichen Kontakt in bestimmten Kontextsituationen sein kann und in manchen Stellen sogar besser, weil die Systeme mehr Daten verarbeiten können als Da, wir Menschen. das ist für mich aber tatsächlich schon ein bisschen Zukunft. Herr Eller, Sie haben die Hand gehoben. Ich würde Sie noch Ja. ganz kurz um eine Sekunde bitten zu warten. Dem Herrn Keller wollte ich noch ein Lob aussprechen. Das wäre für mich ein bisschen untergegangen. Sie haben gesagt, Führungsaufgabe ist, den Mitarbeiter auch zu binden. Das ist für mich auch ein Leitspruch, den ich übersetze. Mitarbeiterbindung ist auch Kundenbindung für meinen Geschmack. Also ganz, ganz wichtiger Satz, der letztendlich genau auch zu Customer Experience führt. So, jetzt halte ich aber die Klappe, Herr Eller. Sie wollten Ja, sagen. vielen Dank. Ich möchte auf die Ausführungen von Herrn Kern eingehen, aber auch zum Thema Mitarbeiterbindung und was das mit Experience zu tun hat, aus meiner Sicht auch nochmal einen kleinen Schwenk versuchen. Also auf der einen Seite, wir haben im Konzern, wir gehören zur NTT Data Gruppe, ein sehr innovatives Unternehmen aus Japan, für Kia Motors ein Avatar geschaffen, fürs Autohaus. Kia Mia heißt dieser Avatar, der tatsächlich sehr menschlich reagiert, also Dinge Augenbrauen hebt, lächelt, wirklich also botähnliche Antworten gibt, aber eben mit natürlicher Sprache, also
Natural Language Processing sehr gut beherrscht, aber auch eben, ich sag mal, Gesichtszüge und dergleichen. Also es geht da schon technisch in schöne Richtung, wird vor allem dann eingesetzt, wenn eben im Autohaus zu viele Besucher sind, bevor die gar nicht betreut werden, werden sie eben von einem Avatar betreut. Ersetzt aber nicht komplett den Händler vor Ort und den menschlichen Kontakt, weil da versuche ich jetzt auch den Schwenk zu machen. Ich glaube, ein intrinsisches Interesse eines jeden Menschen ist ja auch persönliche Nähe. Wir merken es jetzt in Corona-Zeiten, wenn wir alle nur über Zoom oder Teams zusammen sind, wie es schön auch mal wieder ist, mit Freunden ein Gläschen Wein zu trinken, jemand auch mal in den Arm zu nehmen, auch wenn es vielleicht nicht ganz erlaubt ist, ne? Ein Lächeln zu bekommen, vielleicht mal ein bisschen mehr wie die Ghetto-Faust zur Begrüßung, Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung zu erhalten. Und das ist einfach im menschlichen Kontakt ein Stück weit einfacher, wie rein über Maschine. Ich glaube, da kommen die Maschinen vielleicht hin, aber wird vielleicht doch noch ein bisschen dauern, bis so ein richtiger Gimme-a-Hack funktionieren wird. Von daher, um aufs Thema Mitarbeiter einzugehen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Unternehmen Mitarbeiter, die zum größten Teil seit 13, 14, 15 Jahren bei uns sind. Eine extrem geringe Fluktuation, eine sehr hohe Identifikation mit dem Unternehmen, mit dem Produkt. Und was vorher angesprochen wurde, ist, dass auch Führungskultur, dass es wichtig ist, dass, ich sage mal, der Chef, ganz gleich ob Vertriebsleiter, Marketingleiter, ob der Geschäftsführer, wenn er Kundenkontakt hat, das dementsprechend vorlebt. Wir müssen für eine gute Customer Experience, weil die kann ja auch schlecht sein, die Customer Experience, für eine gute Customer Experience müssen wir vorleben und den Kunde begeistern. Der Kunde will ernst genommen werden, wertgeschätzt werden, überrascht werden. Ich sage immer, überrascht die Kunden mit irgendwelchen Dingen. Das Kondolenzschreiben war ein schönes Beispiel. Die Dame war überrascht. Und wenn man das vorlebt, und ich glaube gar nicht, dass man das in zu vielen monetären Zielen ummünzen muss, wir versuchen das sogar zu vermeiden, sondern ich versuche ein Stück weit die intrinsische Motivation des Mitarbeiters zu fördern und den Glauben, dass wir was Gutes tun, zu fördern und ja, das Menschliche einfach rüberzubringen. Bei all der Technik, die Technik ist tolles Werkzeug. Und mir wäre eine tolle Brille wunderlieb, wenn ich in einem Meeting immer wüsste, wer die Ansprechpartner sind, weil da das menschliche Gehirn doch vergesslich ist, wenn ich auch die Hobbys noch wüsste von jedem Einzelnen, die letzten Besuche noch wüsste, na, und das sehr unauffällig über ein Werkzeug ins Ohr geflüstert bekommen würde. Als Werkzeug sensationell, aber ich glaube, die Wertschätzung kommt dann wirklich rüber, wenn so, wie Sie es am Anfang gesagt haben, an der Kasse wirklich die Dame sagt, vielen Dank, Herr Blum, für Ihren Einkauf. Da geht das Lächeln hoch. Alex, ich wollte von dir noch mal so eine Sache hören. Ihr habt ja im Konzern, nenne ich es jetzt mal, oder in Europia Group, auch Schwestergesellschaften, die so ein bisschen dieses digitale Lead-Management vorbereiten. Dann kommt praktisch der Übergabebereich zu euch. Dann kommt im Hintergrund bei euch dieses Thema Datenanalyse mit verschiedenen Tools. Gucken wir mal die Innensicht an. Wie führt ein mittelständisches Unternehmen, wie führt sich so ein Unternehmen diese Komplexität ein? Weil Custom Experience ist ja ein wahnsinnig weites Feld. Wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, 20, 30 Kanäle, hat fast jede Company zu betreuen. Man posaunt teilweise unkoordiniert nach draußen. Man bekommt völlig unbeherrschbar. Oder schwer beherrschbar diese Rückmeldungen von den Kunden, mal auf diesem Kanal einen Teil, mal auf dem anderen Kanal auf einen Teil. Wie führt ein Unternehmen sozusagen die technischen Grundlagen ein, damit Custom Experience entstehen kann, damit man mal den Unterbau auch betrachten? Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man es sich vorstellt. Im Endeffekt, wir jetzt als E-Performance and Active Alliance, kurz PIA-Gruppe, betreuen ja tatsächlich, ich sag mal, Data-Driven Marketing, dieses Thema von der Gewinnung, potenziellen Gewinnung von Kunden, überhaupt erst Bespielung mit Informationen, um aufmerksam zu machen, bis hin über natürlich den Conversion-Funnel zu bearbeiten, dass zum Schluss auch Kundenabschlüsse rauskommen. Und die Bearbeitung zu sagen, ein neuer ist schwieriger zu finden, wie einen bestehenden Kunden glücklich zu machen, Kunden werben Kunden, Themen zu spielen. Und wie kriegen wir das letzten Endes in Unternehmen auch platziert? Also wie organisieren wir uns als Gruppe selber? Wie kriegen wir es in Unternehmen platziert? Letzten Endes ist es doch so, es braucht ein gemeinsames Verständnis mal dafür, dass eben Kundenfokussierung, und deswegen war auch so den einleitenden Thema, Custom Experience und Customer Relationship Management, zwei Seiten einer Medaille, das ist dasselbe.
Letzten Endes, der Kunde ist der, der das Geld hat. Und wir haben Leistungen zu bringen, Services, Produkte. Und da wollen wir irgendwie übereinkommen. Und ich sag mal, wenn ein Unternehmen davon ausgehen kann, dass die Produkte, die es macht, gut sind, gefragt sind, nicht zu günstig und nicht zu teuer, sondern einfach, das ist was, wo man selbst der Meinung ist, ja, wir wollen das vermarkten, weil Kunden damit zufrieden sind. Und dann sagt, der Kunde steht tatsächlich dann im Fokus. Was braucht er in welchen Phasen? Und dann muss man es einfach nur kleinschneiden. Den Kunden, den wir nicht kennen, den wir auf die Marke aufmerksam machen wollen, da wird immer von Brand, Image, Wirksamkeit gesprochen, Reichweiten. Aber im Endeffekt geht es darum, wir kennen da draußen gewisse Individuen nicht, wollen aber auf uns aufmerksam machen. Da müssen wir an anderen Touchpoint sein, da müssen wir mit einem anderen Informationsgrad, mit einer anderen Lautstärke auch sein, um erstmal auf uns aufmerksam zu machen. Und dann fängt dieser Funnel an, wenn die ersten Kontakte stattgefunden haben, sei es auf Social Media, wo aber ja erste auch Punkte hinter Datenpunkte hinterlassen werden, der hatte schon mal Kontakt mit uns, der hat sich das angesehen über die Verweildauer, über einen Klick, kommt auf die Webseite, hinterlässt Cookie-Spuren. Dann fängt eben der Prozess an, wo letzten Endes der Staffelstab zu übergeben ist, zu sagen, jeder Touchpoint hat seine Rolle zu spielen. Jeder Touchpoint wird auch in der Regel mit leicht anderen Technologien oder zumindest Varianten an Technologien bedient. Aber was eben klar sein muss, ist dieses Verständnis im Unternehmen. Wir übergeben da einen Staffelstab. Das sind nicht deine Kunden und ich habe meine Kunden und wir arbeiten auf andere Zielsysteme hin oder man streitet sich noch darum, wem gehört der Kunde. Ja, das und ich glaube, das ist so schon der entscheidendste Punkt, wenn verschiedene Bereichsleiter, da fängt es ja an, eben auch wieder Mitarbeiterführung, sich einig darüber sind, den Alexander Kuhl, den gibt es genau einmal und der ist heute noch Interessent, aber in dem Moment, wo er auf der Webseite ist, ist er schon ein hochpotenzieller Interessent, irgendwann wird er Kunde, Bestandskunde, sehr alter Kunde, ist vielleicht dann irgendwie schon fast ein Botschafter der Marke, aber es bleibt immer dasselbe. Ich kann nicht vorne im Online, im Social-Media-Bereich ihn mit Dingen bespielen und sagen, das CRM kümmert sich um andere Aspekte, sondern man muss eben diesen Kunden als einen sehen, als einen, ja, letzten Endes, wir sind eine datengetriebene Company, deswegen konsolidieren wir Daten eben auf den Kunden und versuchen dann ein ganzheitliches Bild darüber zu machen, an den Touchpoints auszusteuern. Aber da müssen eben alle mitziehen und diesen gemeinsamen Gedanken haben, dass es den Kunden nur einmal gibt und dass es für das Unternehmen wichtig ist. Also ich trete ja quasi dieses, glaube ich, alle nicken so ein bisschen im Hintergrund. Ich trete jetzt quasi da das Thema Silo-Denke in den Raum hinein. Das ist ja sehr typisches Beispiel, aber ich wollte jetzt das heute mal gar nicht so arg austreten. Und ich glaube, was aus deiner Erzählung für mich wichtig ist, nochmal aufzugreifen, die Customer Experience im Lead Management im ganz frühen Stadium ist ja besonders schwierig, weil ich ja ganz wenig Daten habe. Die Customer Experience wird ja immer besser, je mehr Daten ich habe. Und was wir oft erleben als Berater, aber auch in dem Sinne, wenn ich selber mich als Kunde irgendwo hinbewege, ist, ich habe das Gefühl, ich werde selbst, dass ich schon viele Daten hinterlassen habe, oft im Newsletter werde ich zwar persönlich angesprochen, aber dann klicke ich auf diesen Link im Newsletter und lande aber auf einer Standardseite, wo ich sage, das hat jetzt mit meiner Custom Experience nichts mehr zu tun, die ich erwartet habe. Wie geht man damit um? Sollte man umgehen? Ja, und es fängt ja schon früher an. Also die Prozesse, ich sage mal, das, was tatsächlich die meisten Companies, und das ist so ein einfaches Thema, noch nicht im Griff haben, ist, man bewirbt den Newsletter, weil er wichtig ist. Da gibt es 10 Euro Welcome-Geschenk, da gibt es tolle Bannerplätze auf der Webseite, dem teuersten Platz quasi, wird da irgendwie Fläche gesponsert, um diesen Newsletter zu bewerben. Melde dich jetzt an zum Newsletter. Dann mache ich das und dann kommt so eine HTML ja, oder Textmail nur an. Da steht Danke für die Anmeldung. Und dann kommt nichts mehr. Die ganze Emotionalität ist raus, Ziel erreicht. Ich brauche so und so viele E-Mail-Opt-ins, die ich generiert habe. Und das billigste Medium, und die Mail muss ja verschickt werden, das wird nicht mal ausgenutzt, da wird nicht mal Farbe drauf gedruckt, sondern in Schwarz-Weiß, in Serial-Color. Also, da fängt es doch schon an. Von diesem, es geht nicht mehr darum, ich habe nicht genug Daten, ich weiß zu wenig, sondern allein, und das ist eben wieder dieses Thema, der menschliche Verstand. Ja, irgendjemand schreibt doch dieses Double-Opt-In-Bestätigungsmail, dass man jetzt angemeldet ist. Da sitzt doch jemand dabei, der
nicht auf derselben Wellenlänge ist mit denen, die sagen, der Kunde ist uns wichtig, den müssen wir überzeugen, den müssen wir emotionalisieren, damit er ein toller Kunde wird, sondern der erste oder der zweite Touchpoint ist dann gleich lieblos gemacht. Und da brauchst du nicht viele Daten dazu und die Daten, die liegen im Überfluss da. Allein wenn ich weiß, ob sich jemand von der GMX-E-Mail-Adresse anmeldet oder T-Online, ist er bei Vodafone.de oder Hotmail. Das gibt auch schon Auskunft darüber, wer könnte sich dahinter verbirgen. Hat er sich nachts um 3 angemeldet zum Newsletter oder mittags um 12 oder morgens um 8? Das sind auch spezifische Verhaltensmuster, wo ich schon ganz grob anfangen kann zu segmentieren. Steht da ein Vorname, Punkt, Nachname vor der E-Mail, vor dem E-Mail-Provider oder ein cgx83 at russiamail.com, so ein bisschen. Da steckt schon so viel Information in einer E-Mail-Adresse drin, dass es keine Ausrede sein darf, zu sagen, ich habe zu wenig Daten, ich kann an diesem frühen Zeitpunkt nichts anderes machen als Gießkanne, sondern ein bisschen differenzieren und ein bisschen mit mehr Liebe da in die Ausgestaltung gehen, das wäre schon, sind die Low-Hanging-Fruits, von denen ich gesprochen habe.